Hallo und herzlich willkommen zum Jamstack Vlog. Heute möchte ich mit euch über den neuesten Zuwachs unserer Embedded PC-Familie sprechen, den MPCA RP4 von Jamstack. Mein Name ist Tom Karpen und ich bin IoT-Consultant bei der Jamstack AG. Seit 2017 baut Jamstack bereits auf Basis des Raspberry Pis Industriecomputer. Als Nachfolger unseres erfolgreichen MPCA RP3 erweitert nun die vierte Generation unser Hardware-Portfolio mit mehr Leistung und neuen Features. Das Herzstück unseres neuen Embedded-PCs ist das Compute-Modul 4 der Raspberry Pi Foundation. Mit seinem Cortex A72 Vierkernprozessor und bis zu 8 GB RAM, welches mit einem maßgeschneiderten Baseboard von Jamstack kombiniert wurde. Dank des von uns selbst entwickelten Baseboards können die klassischen Raspberry Pi 4 Schnittstellen um industrielle Schnittstellen wie CAN oder RS-232 erweitert werden. Neben Ethernet und Wi-Fi ermöglicht ein optional bestücktes Funkmodul auch eine drahtlose und somit von bestehenden Netzwerkstrukturen unabhängige Kommunikation via Mobilfunk. Eine weitere Besonderheit ist der interne Erweiterungsport. Über diesen können kundenspezifische Erweiterungen und Schnittstellen mit vergleichsweise geringem Entwicklungsaufwand umgesetzt werden. Das ist insbesondere für Unternehmen interessant, die auf Basis des Raspberry Pis eigene Produkte oder Prototypen entwickeln und testen und diese später in industrieller Qualität in die Serie überführen möchten. Sowohl Entwickler als auch Anwender profitieren dabei von der großen Raspberry Pi Community, die regelmäßig für allerhand verschiedene Anwendungsfälle, Programmbeispiele und Softwarebeispiele zur Verfügung stellt. Und zu guter Letzt stellt ein fest verlötetes Trusted Platform Module, kurz TPM, hardwarebasierte, sicherheitsbezogene Funktionen bereit und bildet somit die Grundlage bzw. das Fundament für einen sicheren Betrieb. Aufgrund dieser großen Bandbreite an Leistungen finden sich in der Industrie allerhand Beispiele für den Einsatz unseres Raspberry Pis. So kann er zum Beispiel zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Anlagen genutzt werden. Dank CodeSys-Unterstützung übernimmt er die Aufgaben einer speicherprogrammierbaren Steuerung nach der 6.11.31. Es bietet sich aber auch an, den Raspberry Pi 4 als IoT-Gateway zu nutzen, um so zum Beispiel Sensor- und Maschinendaten aufzunehmen, zwischenzuspeichern, gegebenenfalls fortzuverarbeiten und anschließend an weiterführende IT- oder Cloud-Systeme zu senden. In Kombination mit einer Ethernet-basierten Kamera kann er aber auch zur automatisierten, kameraunterstützten Sichtprüfung in der Fertigung eingesetzt werden und so zum Beispiel Fehlteile erkennen und zur Qualitätssicherung beitragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MPCA RP4 von Jamstack ein wahrer Allrounder in der Industrieautomation ist. Er bietet zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Digitalisierung zu starten oder aber voranzutreiben und zu skalieren. Seine Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig geringen Stückkosten machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für viele Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zu den Anwendungsfällen des Raspberry Pis oder aber Unterstützung braucht bei der Entwicklung eurer eigenen IoT-Lösung, dann meldet euch jederzeit gerne bei uns. Lasst auch gerne euer Feedback da. Und weitere Informationen zum MPCA RP4 findet ihr auf unserer Homepage. Bis dahin, macht's gut, ciao.